Training. Wir fangen heute an, Ackerbohnen zu dreschen. Ich hänge gerade einen Zug zusammen. Und Carsten ist nämlich schon unterwegs nach 2 Jahren. Da haben wir ja den Großteil unserer Ackerbohnen. Bisschen ungünstig getimt. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der Trecker hier in unseren Zug ein bisschen Luft reingepumpt hat. Und dann können wir auch los. Ich habe es im letzten Vlog schon angekündigt. Es ist nicht viel zu erwarten. Ackerbohnen stehen eher schlecht. Wir haben eine Fläche noch hier in Schweskau. Fand ich immer, sah in Ordnung aus. Jetzt bei der Abreife irgendwie, oh, ich weiß nicht, was das mit den Ackerbohnen dieses Jahr wird. Wir werden es sehen. Wir fahren jetzt erstmal hin da. So, Leute. Wir sind angekommen. Carsten munkert gerade ab. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt farblich erkennen könnt. Also mit jetzt im Vergleich zum letzten Video. Es ist eine grüne Scheiße, das glaubt ihr nicht. Katastrophenertrag ist das hier. Aber auf der Fläche eigentlich hoffen wir nur. Wir haben hinten auch eine andere Fläche. Da hatten wir auch schlechte Saat. Wir hatten hier 2 verschiedene Saaten. Also beides gleiche Sorte, aber ich meine, ich mag bei anderen Leuten immer ganz gerne, wenn die ein bisschen Transparenz zeigen. Dementsprechend zeige ich das jetzt auch alles, wie kacke das hier aussieht. Ihr könnt sehen, Vorgewinde da einmal rum und dann da in der Mitte 3 Bahnen. Carsten sagt, er hat Riesenprobleme, das aus dem Drescher rauszukriegen. Wir haben Montag heute. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt mit dem jungen Mann, bei dem ähnliche Probleme waren, der das nicht aus dem Bunker rausgekriegt hat. Da auch nochmal ein Appell, Leute, schaltet Maschinen aus, wenn ihr da dran arbeitet. Das tut mir so leid. Deswegen, ich will da gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Aber passt auf euch auf. Wir versuchen jetzt erstmal unsere Ackerbohnen irgendwie weiter wegzukriegen. Ich habe hier ein bisschen Kaffee als Trost für Carsten und in der Mitte sieht es ein bisschen besser aus. Aber ansonsten hätte man fast überlegen können, ob man Mulcher auspackt, diese Fläche platt macht, weil das bringt hier nichts. Bringt dir gar nichts. Wir haben hier, Carsten macht hier schon das hier wieder frei, das ist schon wieder zugesetzt. Fläche haben Carsten und Olaf heute neu eingebaut. Hier unten auch, oh Gott, das ist ja alles zu hier. Und da unten auch, das ist alles zu. Hier soll die Mäde eigentlich schneller rauskommen, damit man die Mäde besser rausgereinigt kriegt. So, wir sind auf einer anderen Fläche. Ich habe mir jetzt mal einfach rausgenommen, den Wagen hier auf dem Nachbarschlag abzustellen. Ist ja auch leer, der wird eh nicht voll. Und hier kann ich direkt wieder auf unser Feld rauf. Deswegen, ja, ich hoffe, das ist kein Problem. Ich wollte euch aber einmal kurz zeigen, wie die andere Ackerbohnenfläche aussieht. Da vorne ist Carsten am Dreschen. Da kommen wir gerade her. Das ist so der Katastrophenschlag von den Ackerbohnen hier in Schreyan. Und ja, so sieht ein besserer Bestand aus. Hier am Vorgewinde ist immer noch ganz schöner Rotz. Das ist alles Diesel. Da haben wir hier in Schreyan ein großes Problem, auch wenn wir hier jedes Mal schälen, also flach wenden. Das ist aber irgendwie nur dieser Bereich hier vorne. Wenn ihr da rüber guckt, da könnt ihr noch Mäde erkennen. Da vorne ist ein Dieselnest und ganz hinten. Da hinten haben wir auch noch eine Fläche, das war schön nass. Also wir haben hier nichts beregnet. Leguminose düngt zunächst zu. Da vorne ist aber eine nasse Fläche. Deswegen da sieht die Ackerbohne eigentlich auch top aus. Aber ja, Mann, ja. Ich bin gespannt, was hier runterkommt. Kann man erst sagen, wenn Carsten fertig ist. Und ich fahre jetzt halt mit dem Trecker nach Hause, baue mir den Köckeling-Grubber an und mache das Dinkeland in Redebalz schwarz. Da, wo ich Ende des letzten Vlogs die Strohbohne runtergestellt habe. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich hier heute überhaupt noch herkomme oder Christopher nachher die Wagen holt. Wir werden es alles sehen. Wir sehen uns wieder, wenn wir am Grubbern sind. Bis dann. So, wir sind wieder mit unserem Gerät in Gange. Aber mit dem Frontlader. 6215R. Der 6250. Ich weiß nicht, ich erkenne es gerade nicht auf der Kamera, aber ich weiß, vielleicht erkennt ihr es ja. Christopher, der ist hier am Drillen. Zwischenfrüchte-Drill da. Aber erstmal zeige ich euch mal, was hier jetzt passiert.
Guck mal da hinten. Ich drück nichts. Er lenkt von alleine. Oh, jetzt komme ich Christopher so ein bisschen in den Weg. Ich mache nichts mehr. Gar nichts. Jetzt lenkt er sich wieder in seine Spur rein. Ich habe eingestellt jede zweite Bahn. Und jetzt lässt er die Maschine wieder runter. Ich habe es hingekriegt. Dank eurer Hilfe. Ich habe mich hier jetzt ein bisschen hingesetzt gehabt und ja, letztendlich war das, warte mal, wo waren das jetzt nochmal mit, ach da, Wendeautomatisierung, innere Grenze, das hier ist es gar nicht, was ich gebraucht habe. Das war einfach unter Feldgrenzen, das hattet ihr mir nämlich erklärt. Jetzt muss ich selber erstmal wieder gucken, wo das war. Genau, hier auf diesen Stift musste ich raufklicken. Und dann konnte ich es eingeben. 25 Meter Vorgewende habe ich gemacht. Und eigentlich wollte ich so, dass ich Vorgewende und die 25 Meter links und rechts liegen lasse. Dass ich das am Schluss grube. So, jetzt ist aber das Problem, wir haben stramm zu tun mit dem Drillen. Und ich habe euch ja mal erklärt, wir drillen immer am Anfang Vorgewende, damit man besser ein- und ausheben kann. Weil wir sonst mit dem 6210er drillen. Der Trecker, der hat die gleiche Wendeautomatisierung wie hier, also sprich, dass wir automatisch aus- und einheben können. Aber das ist alles ein bisschen, ja, rumgefuchse, ausprobieren, haben wir jetzt keine Zeit zu. Die Drillmaschine ist in der Gemeinschaft. Deswegen werden wir die morgen wieder loten. Nee, nicht morgen, sondern, Gott, wie hänge ich euch hier jetzt hin? Wir werden die übermorgen wieder los. Mittwoch will die der andere Landwirt haben. Deswegen, wir werden hier heute auch nicht fertig. Ich drehe jetzt hier noch diese 1, 2, 3, 4 Bahnen, die ich jetzt ausgelassen habe. Die drillen, sag ich. Die mache ich jetzt nochmal schwarz. Ist jetzt gerade alles ein bisschen hektisch. Ich wollte eigentlich noch viel mehr darüber erzählen. Also wir haben beim Ölrettich, achten wir darauf, dass es nematodenresistenter Ölrettich ist. Jetzt haben wir den Ölrettich-Charakter. Das ist eigentlich Rüben-Nematoden-resistent, glaube ich. Den wir eigentlich haben wollten, mir fällt die Sorte jetzt nicht mehr ein, den gab es leider nicht mehr. Hier arbeite ich mit einem Zugkraftverstärker, sowieso immer bei dem Grubber. Der hat das Prinzip, er zieht sich quasi dauerhaft zusammen, dadurch haben wir mehr Gewicht hinten auf der Hinterachse und ja, man, ich weiß nicht, man sagt so, man kriegt nochmal einen km/h schneller hin. Ich habe hier jetzt eingestellt über GPS, eigentlich will ich 10,5 oder 10,2, also 10 km/h fahren. Wenn wir hier auf mein Armaturenbrett gucken, 9 km/h, aber 8 km/h GPS-Geschwindigkeit. Also ein bisschen Schlupf ist da, der Trecker kommt hier wirklich an eine Grenze, obwohl wir den halt gar nicht tief haben. Aber ist halt ein guter Boden, ist ein bisschen schwieriger für den Schlepper zu ziehen. Ne? Ich will hier jetzt nicht zu lange in Monolog halten, deswegen switchen wir mal schnell in die andere Szene. Und zwar, wenn wir in Schreyan sind und die Ackerbohnen nach Hause holen. Also, bis später. So, wir haben hier einmal zusammengehangen. Carsten hilft mir gerade noch, der hat den Drescher schon auf den Hof gefahren. Der Wagen ist ordentlich voll. Was da oben jetzt drauf ist, ist der Rest, was im Bunker vorher ja, festhing. Das hat Carsten dann als Maschine natürlich alles aus ist. Also ohne Witz, ne? Darauf muss geachtet werden. Maschine aus und dann kannst du da reinkrabbeln. Und dieser ganze Meldehaufen, den hat Carsten dann ja in die Schnecke verteilt und deswegen sieht das da oben ein bisschen grün aus. Die Fläche da hinten, da ist noch ein Teil frei. Das wollte Carsten morgen noch dreschen. Jo. Weil der Wagen nicht ausgereicht hat. Wir wollen ja auch nicht über... Oh, wir müssen erstmal warten mit der Luft. Wir wollen ja auch nicht irgendwie 50 Tonnen nach Hause fahren, deswegen ist dieser Wagen ein bisschen voller geworden, der andere leerer. Moin! Wir haben nächsten Tag, heute ist Dienstag. Und ich bin wieder mit meinem Grubber in Gange und ich feiere es immer noch unnormal, Alter. Es ist so eine Erleichterung, es ist einfach so angenehm. Manche Leute sagen, nee, wäre mir zu langweilig, da machst du ja gar nichts mehr. Ja, das mag ich, das ist doch schön. Ich habe hier schön außen rum gegrubbert, Christopher war vorhin schon da, das ist hier so ein L-Stück, das geht da um eine Ecke noch rum. Und jetzt muss er aber erstmal abbrechen, weil der letzte Hafer, die Sorte Fritz, was noch bei uns im Lager ist, der geht heute auch weg, auch zum Baukof. Und dann ist der glutenfreie Hafer weg. Dann haben wir noch, ja, Hafer, natürlich, Hafer ist von Natur aus glutenfrei, aber den Hafer, den wir dann noch haben,
Da können wir es nicht garantieren, deswegen wird er ganz normal als Speisehafer verkauft. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier noch eine Bahn zurück. Und dann werde ich nach Schrajan fahren. Ich habe hier nämlich in dem Ort einen Wagen heute mit hingenommen. Und dann fahre ich zu Carsten, der ist da weiter am Ackerboden dreschen. Und dann tausche ich einmal einen Wagen. Dann nehme ich den nach Hause, den Gruber lasse ich hier stehen. Und dann können wir uns da mal die Ackerboden angucken. Und ich muss euch mal was zeigen. Hier. Klimaanlage, volle Pulle, Temperatur 16 Grad. Und angeblich, wenn ich jetzt hier, jetzt muss ich ja mal wieder suchen, wo war denn das? Klima, wo ist Klima? Wo ist Klima? Da ist Klima. 23 Grad angeblich. Es fühlt sich an wie über 30 Grad. Der Trecker, der Klimaanlage kommt nicht mal hinterher. Der ist hier aber auch ganz schön mal im Kämpfen. Das ist ja ein 6215R. Ich weiß nicht, ob man das von hier sehen kann. Wenn ihr jetzt hier auf Arbeitsdaten, Feldarbeitsdaten, da haben wir es. Da unten, wir verbrauchen fast 40 Liter die Stunde. Aber trotzdem, die Klimaanlage kommt nicht hinterher. Es ist hier warm und naja, genug gejammert. Wir gucken mal, wie die Ackerbohnen in Schrajan aussehen. Also, wir sehen uns da. So, wir sind bei der nächsten Ackerbohnenfläche angekommen. Wie ihr seht, ich habe mir den 16-Tonner wieder mitgeschnappt. Und ja, es ist alles mit einem Trocknungswagen, weil hier auch einfach so viel Kraut drin ist und die Ackerbohnen auch noch nicht wirklich trocken sind. Also die müssen auch auf 14,5% sein, für die Leute, die es nicht wissen. Und wir haben zu Hause die Wagen, die wir gestern gedroschen haben, die müssen wir jetzt zweimal durchreinigen. Wir haben die jetzt über Nacht angeschlossen und ja, mein Vater hat die jetzt, währenddessen ich hier am Ackern war in Redebeitz und jetzt hier bin und Carsten am Dreschen ist und Christopher am Drillen, hat mein Vater die durchgereinigt, dann wieder auf den Wagen aufgeladen. Jetzt wird das nochmal getrocknet, bis wir wirklich auf die 14,5% sind. Und ja, dann muss das nochmal durchgereinigt werden. Weil ihr habt die Wagen, oder ich weiß gar nicht, habt ihr den Schlimmwagen gesehen? Ein Wagen war richtig kacke. Den Wagen, den wir gestern dann noch geholt haben, wo ich die Kamera nochmal angemacht habe, der war ein bisschen besser. Aber der andere, das ist auch so ein 16-Tonner gewesen. Katastrophe, Leute, Katastrophe. So, und hier, ich weiß auch nicht, was hier runterkommt. Ich muss sagen, hier sieht es auch schon wieder einen kleinen Ticken besser aus. Nicht so toll wie das, was ich euch gestern einmal gezeigt habe. Hier sind aber auch einiges an Schoten dran. Das Schöne ist, dass die Ackerbohnen die Schoten nicht so weit unten ansetzt. Das ist nämlich Problem bei Soja. Das werdet ihr auch noch alles sehen, wenn wir da dann am Dreschen sind. Hier können wir aber auch sehen, dass die Schoten schon aufgehen. Ja. Hier auch. Naja, ich bin gespannt. In der Mitte vom Feld ist ein unglaublich nasses Loch. Ertragstechnisch kann ich, das sind alles nur Schätzungen, auch das, was ich gestern gesagt habe. Ich schätze auch irgendwie, was weiß ich, 2,5 Tonnen, 2 Tonnen, irgendwie sowas. Ich werde am Ende des Videos einmal ein kleines Fazit dazu sagen, was wir zumindest in diesem Vlog, wenn wir alles abkriegen, gehe ich eigentlich von aus, dann werde ich ein kleines Fazit dazu sagen, was wir jetzt so geerntet haben. Muss aber auch dazu sagen, ihr müsst ja euch vorstellen, das, was wir auf den Wagen haben, das, was mit im Bunker kommt, da ist die ganze Mähde mit drin. Eigentlich kann ich genaue Ergebnisse erst sagen, wenn wir fertig sind mit dem Reinigen und die reinen Ackerbohnen haben. Aber ansonsten, ja, guckt entweder bis zum Ende oder skippt durch, wie euch das lieb ist. So, ich muss hier jetzt auch im Vorgewende einmal drehen. Hier könnt ihr sehen, hier ist nicht allzu viel Ackerbohnen. Ich fahre natürlich ein bisschen was kaputt, aber Carsten ist noch auf einer anderen Fläche. Ich hole jetzt einen Wagen, fahre zu ihm, bunkern wir ab und dann muss ich die ganzen Wagen ein bisschen hin und her tauschen. Wir haben ja noch 1, 2, 3, 4 Flächen. Die eine ist ab und wir haben 3 Wagen hier, deswegen, naja, gut. Wir holen erstmal den Wagen und fahren zu Carsten. Bis dann. Bleib drauf.
Der kann es einfach. Ist einfach ein Macher. So, dadurch, dass ich diesen Hebel runtergehauen habe, ist da unten der Sicherungsbolzen rausgefahren und jetzt kann das Schneidwerk nicht mehr abfallen. So, Schneidwerk ist angebaut. Korntank wird gerade aufgemacht. Und dieser ganze Bereich hier vorne, genauso wie dieser Part hier, quasi das ganze Vorgewände, das lassen wir alles liegen. Das werden wir mulchen. Da könnt ihr, das wird man auf der Kamera wieder nicht so gut erkennen. Alles, was so ein bisschen hier schwarz durchschimmert, hier so, das ist dann die Ackerbohne. Und da auf dem länglichen Part, da dachten wir auch, erst viel zu viel Kraut, viel zu viel Distel. Aber man erkennt da doch noch ein bisschen Schwarzes durchgeschimmert. Und ja, dementsprechend, wir versuchen es. Wir dreschen es noch ab. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal einmal, wie wir hier die Ackerbohnen reinigen. Da vorne liegt der Wagen schon einmal ausgekippt. Das ist unser Katastrophenwagen, den ihr jetzt gestern, glaube ich, gar nicht wirklich gesehen habt. Wenn man so reinguckt, sieht es sauber aus. Ja, immer noch sehr, sehr, sehr verkrautet, leider. Wir haben hier eine Siebreinigung. Oben 12,5 mm und 2,5 mm. Und hier guckt euch mal an, was hier bei der ersten Tour schon rauskommt. Also das läuft momentan über den Kettenrundförderer durch den Schlauch auf den Wagen. Und dann wird der nochmal getrocknet und nochmal hier reingekippt. Wie gesagt, wir haben mal einmal 5 Tonnen geerntet. Ende des Videos werdet ihr erfahren, wir haben hier in der Nähe noch eine Fläche, da hoffe ich, dass die das ein bisschen rausreißt, weil ansonsten haben wir alles hinten in Schrajan. Also, ich wollte euch noch einmal zeigen, wie die letztendlich sauberen Ackerbohnen dann aussehen. Können wir einmal Halt machen, Christopher ist hier gerade angekommen. Der macht die Drillmaschine fertig, beziehungsweise das ist die Mischung für die Kartoffelflächen. Hier sind die Ackerbohnen, wie sie sauber aussehen. So wird das Endprodukt auch von dem anderen Anhänger aussehen. Da könnt ihr sehen, die Reinigung bringt viel. Ja, hier vorne lag auch der Haufen Fritz, also der glutenfreie Hafer, der ist ja jetzt auch weg. Naja, alles ein bisschen kritisch. Ich werde heute späten Nachmittag, wir haben ja schon späten Nachmittag, heute Abend werde ich nach Schrajan noch gebracht, dann muss ich noch die letzten beiden Wagen holen. Und Christopher macht sich jetzt noch die Drillmaschine fertig und dann wird er auch wieder weiterfahren. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Moin, wir haben nächsten Tag. Wir haben auch schon Mittag oder Nachmittag besser gesagt. Ich war Vormittag hier mit unserem Gefährt wieder unterwegs. Und da werde ich auch Nachmittag weitermachen. Ich habe jetzt ein Redebeiz fertig. Und ja, da ist mir auch ein kleines Malheur passiert. Guck mal da. Das Bild habe ich auf einmal gesehen beim Grubbern. Ja, und so sah es dann auch aus. Ne? Also der Mantel sieht man hier ganz klar, der ist abgesprungen von der Felge. Ich gehe davon aus, zu wenig Luft drauf gewesen. Ja, und nicht wirklich aufgepasst. So, ich bin dann zur LBRG, die haben mir da ganz schnell wieder Luft drauf gemacht. Es hat zum Glück alles gepasst, ist alles heile geblieben. Und ich bin auf dem Stapler. Wir haben nämlich ein weiteres Malheur, und zwar da an der Getreide. Reinigung. Ja, ich hole hier eben eine Kiste und dann muss ich Christopher einmal hochfahren, dann müssen wir zusammen den Motor da ausbauen. Der ist nämlich verdreckt wohl von innen. Die Annahme ist heute ausgegangen wegen Überhitzung. Deswegen holen wir uns hier eben fix eine Drahtkiste. Dann müssen wir einmal gucken, was für eine Nuss wir da brauchen. Ich glaube 17er war das, vielleicht auch 19er, wir werden es gleich sehen. Und dann können wir den Motor da ausbauen.
So, das hier ist nämlich immer noch die Charge an Ackerbohnen, die so die Probleme macht. Hier sitzt ein Sensor unter, den haben wir schon einmal sauber gemacht, also hier mit Akkuschlagschrauber sauber, ab und dann sauber. Und da oben den Motor, den fiedeln wir uns jetzt mal runter und gucken, dass wir den sauber kriegen. So, Christopher hat jetzt gerade schon einmal die Siebreinigung angemacht, also erstmal nur die Reinigung, um einfach nur mal zu hören, wie sich der Motor anhört. So, ihr werdet den Unterschied nicht hören, weil ihr es vorher nicht gehört habt, genauso wenig wie ich. Christopher sagt, vorhin hat das Ding ganz komische Geräusche gemacht, das ist weg. Läuft wieder flüssig, das ist schön, jetzt kann der Ackerboden hier weiter gereinigt werden. Und wir fahren wieder los mit dem Grubber. Ziehen wir noch ein anderes T-Shirt an, weil ich mag das aber nicht so. Hier in der Getreidehalle mit dem ganzen Getreidestaub. Und jetzt werde ich den Rest des Tages wieder auf dem Trecker sitzen. Und dann dieses Rumgepieke mag ich nicht. So, wir sind unterwegs zu unserer Fläche, die wir grubbern wollen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Spiegel erkennt, aber der Grubber ist hinter. Und unterwegs kommen wir bei Carsten vorbei zur Orientierung. Das hier ist die Fläche, an der ich letzten Vlog versucht habe, das mit der automatischen Wende, bla bla. Ja, jetzt ist Carsten leider da ganz hinten. Ich meine, ich mache jetzt eh keine neuen Aufnahmen, aber das hier ist die Ackerbodenfläche, von der ich immer geredet habe, wo ich noch so ein bisschen Hoffnung drin habe. Auch wenn das hier rechts schlechte Saat war und da vorne der Keil neu nach... Oh, er hat gegrüßt und Umleuchte ging an. Da hinten kam neue Saat, da sah es besser aus. Ich glaube, ich kann es jetzt nicht raussuchen aus alten Vlogs, aber das hat man beim Hacken sehr stark gesehen. Muss ich mal nachher anrufen, fragen, wenn er hier fertig ist, wie viel da jetzt runtergekommen ist. Wir fahren erstmal weiter. Schwarz machen. Die ist sogar schon eingespeichert. Ich brauche jetzt hier einfach nur auf OK drücken. Im Normalfall machen wir neue Arbeit. Im Normalfall fahre ich einmal außen rum und dann mache ich eine genau diese Linie mit einer Bedeckungskarte. Und wir haben ihn sogar an jeder Seite mal eine AB-Linie angelegt. Das heißt, dass diese Außenkante sogar perfekt gerade ist. Jetzt gehe ich in mein Menü unter Anwendungen, Schläge und Feldgrenzen, habe hier meine äußere Feldgrenze. Ich glaube, das habe ich aber schon mal gezeigt, jetzt aber noch einmal ganz schnell. Also auch hier im Vlog. Auf jeden Fall klicke ich hier auf Vorgewende und dann klicke ich auf diesen Stift. Und jetzt kann ich hier mir auswählen, wie viel Meter Vorgewende ich haben will. So, jetzt ist hier eine gelb gestrichelte Linie entstanden. Das ist unser Vorgewende. An der orientieren wir uns jetzt. Dann habe ich, wenn ich wieder nach oben gehe, meine Autotrack-Wendeautomatisierung. Die schalte ich ein. Hier habe ich alles schon eingestellt. Wann er was startet, wie schnell er am Vorgewende ist mit Ein- und Ausheben. Das ist über iTech kann ich das hier einstellen mit dem Ausheben und Absenken. Aber so hundertprozentig genau, denn dann ist das jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu trist, mein Gelaber. So, und zwar gucken wir jetzt hier, dass wir erstmal müssen wir Autotrack aktivieren, dass sobald jetzt diese Linie hier jetzt weiß wird, die nächste, aktiviere ich GPS. Er zieht sich selber in seine Bahn rein. So, dann muss ich logischerweise hinten meinen Grubber erstmal noch rausklappen. Dann muss ich den Zugkraftverstärker anmachen. So, ich muss euch aber auch sagen, ich merke einen Riesenunterschied zwischen 6215 und 6250R. Der hier, der spielt gefühlt viel mehr mit dem Grubber. Und ja, das war's quasi schon. Da außen die Linie seht ihr, das hier alles sind 25 Meter, Vorgewende bleiben 25 Meter liegen. Und ja, jetzt kann ich hier noch einstellen, dass ich gleich möchte, dass er nach rechts rum wendet. Und dann eine Birne fährt, das kann ich hier drüber einstellen, aber ich möchte, dass er in die zweite Bahn reinfährt. Und jetzt geht es quasi so, dass er selbstständig immer seine Bahn hier dreht und am Ende fahre ich fünfmal außen rum. Ich zeige euch zwischendurch nochmal, wenn wir hinten sind, wie es dann zwischendurch aussieht. Ne? Ja, und so sieht dieses Streifenfeld jetzt nämlich aus. Hier könnt ihr auf meinem Bildschirm auch die ganzen Streifen sehen und dann könnt ihr auch erkennen, ich bin schon auf dem Rückweg. Ich nehme mal jede zweite Bahn und dann auf dem Rückweg halt die anderen. Und hier könnt ihr sehen, das Vorgewende. Ich habe jetzt natürlich extra hier die Kamera angemacht, damit ihr das alles nochmal seht. Dass ich hier nichts selber mache. Ich versuche da mal das so, dass ihr das alles, die ganze Kabine im Blick habt.
Irgendwie geht er hier geschwindigkeitstechnisch immer runter. Ich habe eigentlich eingestellt 6,5 km/h maximal Vorgewendegeschwindigkeit, aber in der Kurve geht er immer runter auf 5. Ich meine, dadurch ist man nicht ganz so schnell fertig, wenn er am Vorgewende so langsam dreht, aber es ist halt einfach alles schöner, entspannter zu sitzen. So, jetzt lässt er hinter mir, hat er gerade eben runtergelassen. Jetzt haben wir hier genau 4,55 Meter. 4,60 Meter ist mein Grubber. Wir haben minimale Überlappung, so wollen wir es haben. So flach wie nötig, so tief wie möglich. So rum. Und ja, ich mache jetzt fertig. Und ansonsten passiert ja auch schon gar nichts mehr im Vlog. Also ich werde hier einfach nur noch weiter grubbern. Ich brauche mich jetzt nicht bei jeder Fläche mitzunehmen. Aber ansonsten, ja, beende ich den Vlog hier jetzt ganz spontan. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zum Schluss muss ich noch sagen, ich habe mir gestern was bestellt. Eine Drohne. Junge, Junge, also das wird im nächsten Vlog kommen, die wird morgen ankommen und ich habe da tatsächlich auch nicht gerade das Billigste gekauft. Also da bin ich ein bisschen gespannt, das sollte ziemlich geile Aufnahmen geben. Ich muss noch gucken, wie ich das dann mit Musik mache, aber ja, seid gespannt. Ich werde euch am Sonntag dann zeigen im Video. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wir versuchen jetzt erstmal unsere Ackerbohnen irgendwie weiter wegzukriegen. Ich habe hier ein bisschen Kaffee als Trost für Carsten.